Ja, hey, willkommen, mein Name ist Aniroll B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. Ja, man sieht die Stimmung. Wir sind jetzt gerade nach diesem verdammt schwierigen Kampf gegen Kronos ein bisschen erschöpft. Und ja, ich frage mich echt, was jetzt als nächstes passiert. Wir haben nur 870 Erfahrungspunkte bekommen, 20 Element, also das ist voll der Scheiß, aber naja. Ich lasse mich doch nicht nochmal von so einem verdammten großen Geist hier erledigen, ey. Hilfe freigeschaltet, sehr schön. Ist mir sowas von vollkommen egal. So, was passiert jetzt? Haben wir die Welt gerettet? Everyone all right? Ah, toll, da seid ihr ja. You have sworn. He doesn't even have a scratch. So, super. None at all. So, super. Hätte ihn auch nicht besiegen müssen, Leute. Julius? The Seeker. The watch. Give it to me. Ja, meinetwegen. Booger. Time to ditch this party. Seems luck was on your side. Oh man. Hey, wir sind immer noch in der Dimensionsriss. This is Risa Maxia. Guess the breach must have opened again. Where are the others? Yeah, Ron and Elvin. Anna, and where's Julius? Don't worry about El. Alvin was with her. But El, die ist ja auch weg. Verdammt. Yeah, you're right. Our buddy Alvin can be dependable when he wants to. Ich kann nicht fassen, dass mir zuerst aufgefallen, dass Elvin fehlt, Mann. I'm sure she's fine. Oh, I'm not worried. There's a village called Niakara at the bottom of this hill. Maybe we'll find out something about the others there. Yay. Okay, wir sind wieder nur zu viert. So ein Dreck. Und voll viel Titel bekommen. Enger Vertrauter, Verwandlungsamateur, Flinkfuß. Künstler, einfacher Brecher, mein Retter. Okay. Alles klar, ich möchte das jetzt mal Fertigkeit und so checken für Elise, weil sie ist ja schon lange nicht mehr da gewesen und die möchte jetzt voll die geilen Dinger überkommen. Nee, das muss jetzt nicht. Ich glaube das auch nicht. Boah, was? Die Beine mit der Effektivität von Geisterarzt um 1,5 vervielfacht. Super. 22. Nehmen wir das her. Ich habe nicht vor zu rennen. Eieiei. Da war ein Kampf. Erst was ich erstmal möchte, ist speichern. Ganz ehrlich. Weiß ich nicht. Tun wir mal hier alles neu anordnen. Oh, das ist so gut wie gelernt. Und das. Servoschaut. Das kann ich zum Beispiel wieder offscreen lernen. Schwalbenflug. Genau, das möchte ich haben. Und bei ihr habe ich letztens irgendwas Gutes gesehen. Ich weiß noch nicht. Aufheben? Ja, das war das. So, das kann ich auch offscreen wieder lernen. Geist 2. Nee. Er braucht das nicht. Er nicht. Ja, das. Blaue Sphäre. Da kann ich auch wieder aufleveln. Offscreen. Ja, solche Sachen, wo ich immer nur aufleveln kann. Das kann ich zum Beispiel aufs Spiel alles machen. Hier. Gibt es noch irgendwas Besseres? Ist voll selten irgendwie, dass ich mal in diesem Menü bin. Irgendwie on screen, finde ich. Sonst mache ich das Ganze immer off screen, finde ich. Ich sag schon wieder so oft, finde ich, mein Gott.
So, perfekt. Fertigkeit erlernt, haben wir nicht dabei. Tu mal was anderes, direkt ausrüsten. So, ich bin einfach nur fort, weil wir den Kampf überstanden haben. Okay, kann noch ein bisschen. Ja, speichern. So, und wahrscheinlich kommt irgendwann wieder ein Boss, ne? Und dann sind wir wieder voll aufgeschmissen. Mann, der schwierige Schwierigkeit war jetzt echt schwierig. Kann ich nicht hier reingehen und gucken, was hier ist? Okay, dann gehen wir da lang. Warte mal. Ja, gehen wir da lang. Ich möchte wieder raus, dass hier das ein Dimensionsriss und Dimensionsspalte, weiß ich nicht. Ganz mit X je nach Situation klettern, runterspringen, dich ducken und alle möglichen Dinge tun. Aber hier ist noch ein praktischer Tipp: Wenn du willst, kannst du X gedrückt halten. Damit geht so manches viel schneller. Also probier's mal aus. Ja. Oh hi. Ich brauch viel Zeugs. Ah, Tränke des Lebens. Finster Tränke brauche ich gerade nicht. Warte mal, ich habe doch hier so Dingens bekommen, ne? Seltsame Fragmente, ne? Ich halt verkaufen oder ist das hier so was? Hier so was? Ne. Ein Elixier mal bekommen, genau. So, mehr Elementerz bitte. Ich habe schon wieder mein Geld aus dem Fenster raus, obwohl ich das eigentlich für Dinges brauche. So ein Dreck. Ey, das war eigentlich nicht geplant. Wie kannst du jetzt wagen, Elise zu unterbrechen? So, nein, ich schon wieder direkt verballern, die Idioten. Oh, ich kann mich nicht verwandeln. Irgendwas an der Uhr? Okay, warum? Resistenz gegen... Ich hab schon wieder die Dingens aufgerissen, ne? Ihr habt da nicht? Warum dann... Jetzt alles Resistenz gegen Dunkelheit, ey. Hab ich gegen Dinges gebrochen, gegen Asgard, jetzt noch nicht mehr. Ich komme irgendwie voll aus dem Rücken, das habe ich dort gefühlt. Ich habe so lange jetzt gegen den Typen gekämpft. Ich fühle mich irgendwie verloren. Warte mal, Dingens. Ich will klauen. Aua. Ah, klau doch mal. Oh. Boah, ich hab die Schnauze voll. Perfekt. Mm. Mein Gott, warum ist denn die Stehwahrscheinlichkeit so niedrig auf einmal? Mein Gott. Wie lange wir jetzt hier für diese Gegner brauchen? Ich krieg die Krise. Ja, noch voll wenig Erfahrungspunkte geben, ey. So. Truhe, bitte. Muss was Gutes drin sein. 3000 Galder. Wie sieht es eigentlich hier so mit meinen Beziehungen aus? Bei Leia bin ich so gut wie. Stimmt, habe ich auf Screen. Ein bisschen gefördert. Ja, what a bummer. I was hoping they'd have like flying trains and stuff. Genau. Warum? Okay. Eben Dimensionsrissen und so fliegen Züge durch die Gegend. Warum nicht, Leia? Warte mal, läuft jetzt auch dieser Schmetterling? Also läuft, fliegt dieser Schmetterling jetzt hier rum? Fertigkeit erlernt. Ludgar, habe ich gesehen. Intelligenz und Doppelklinge. Doppelklinge war, glaube ich, gut. Habe ich so in der Beschreibung gelesen. Hier. Malangriff mit Doppelklingen führen die verbundene Arztanzeige um 20% mehr. Sehr schön. Ja, und Elvin, den haben wir jetzt nicht dabei. So, pflegen, Feuerbogen. Oh, erlernt. Feuerbogen, Falkensturm, Schwalbenflug. Warte mal, Schwalbenflug. Schwalbenflug, das kenne ich noch. Den habe ich immer hier gehabt. Glaube ich. Welcher Sprunghaft, der die Gegner mitzieht und auf den. Ja. Ich glaube, das war er. Ich möchte echt wieder voll viele Techniken mit Leia haben, weil, weiß ich nicht,
im ersten Teil, wo ich den ich ja offscreen jetzt auch mittlerweile durchgespielt habe, schon lange, habe ich sie voll oft gesteuert. Ich will nicht Dings steuern. Leia als Partner haben, genau. Wow, die sind echt schnell füllen jetzt. Wow. Mein Gott, wie schnell. Sehr schön. Any greater joy than eating as much as you want? Nope. Diet starts tomorrow. Okay. Da fällt mir ein. Dingens. Dingens. Mehr Elementerz, bitte. Oh, ich muss mich ein bisschen mit normalen Kämpfen ja abregen, finde ich. Finde ich mal. Das wird nicht so ein Running Gag, nein. So keinen ungeplanten, meine ich. Finde ich. Meine Schatzrunde scheint sich ja gut zu befinden. Wenn wir aufsteigen, Wirbel. Hey, den Angriff kenne ich. Der war hier immer bei mir. Ich will erstmal warten, bis ich ganz viele Techniken habe. Irgendwann werde ich auf Screen. Stimmt. Alle Charaktere testen, aber erstmal warte ich, bis ich alle Charaktere ab. Da komm mal her. Aber ich habe immer noch. Rolling Thunder. Und zack. Warte mal, Lisa hat so einen Angriff. Wir müssen uns aber automatisch damit verbinden, ne? Sehr schön. So, ich will mal Clown Slayer. Mann! Oh Gott. Stück Holz gestohlen, sehr schön. Ah. Aua, danke. Geh mal jetzt gegen die Fresse und dann geht's mir wieder gut. Ah. Ja, danke. Ah. Und zack. Tio. Mein Gott, da kann ich so viele Angriffe einsetzen. Sehr schön. Jo. Ich auswendig lernen, wo verbundene Art auszuführen sind. Oh, ich habe keine TP. Wollte schon sagen, Kiko in Zug, bitte. Sehr schön. Das hat sich doch gelohnt hier. Aufheben, sehr schön. Sehr schöne Fähigkeit für Elise. Jawohl. After all, you're a big sister now. Wer ich? Allium cool. Ich glaube, sie hatte nur ein Ding, ne? Überschreitungsverlängerung. Oh, sehr schön. Aber ich möchte eher schon neue Sachen lernen. War lauter schöne Sachen. Sprungabbruch, also. Ich dachte irgendwie, ich habe den Doppelsprung verwechselt. Das sieht ja irgendwie komisch aus, Elise zweimal durch die Gegend springen zu sehen. Das kann ich offscreen lernen. Sonnenabbruchsphäre, die kenne ich doch. Sonnenaufgang, was? Hm, das ist doch nicht schlecht. Blutroter Zorn, das kann ich offscreen lernen. Schicklichkeit 2, bitte. Und Außenseiter. Diebstahl plus. Oh ja, das ist gut, das möchte ich haben. Und da brauche ich nur einen Punkt. Super. Guck mal her. 30. So. Diebstahl plus und Sprungabbruch. Sprungabbruch brauche ich nicht, aber Dingens. Diebstahl plus. Sehr schön. So. Aber ich kann mir jetzt ein bisschen schneller neue Sachen lernen.
Stärke plus 2, ja. Ja. Bisschen mehr 30 Grad, Dinger, bitte. Warte mal, ich sollte mal gedrückt halten. Ich soll ja mal gedrückt halten. Also. Okay. So viel schneller ging das jetzt auch nicht, fand ich. Aber naja. Da liegt was. Da liegt was Süßes. Da liegt was Süßes. Da liegt was Süßes. Ja. Ich wollte eigentlich nicht in den reinlaufen. Na komm, schauen wir mal. Jude. Was? Habe ich nicht Dingens hier drauf gehabt? Aufsteigender Falke, aufsteigender Wirbel. So, ich bei den Angriff einsetzen. Was? Ach ja, sie hat ja noch nicht. Schön, weil sie hat noch nicht klingen. Ist ja klar, hat sie noch nicht. Kannst du ruhig auch was machen, Ludgar? Lustig. Ja, ne, Knarren, die werden nicht schlecht. So, diese plus 330, das sind übrigens die Galt, die ich bekomme durch Lotterie von Leia. Ist mir irgendwann mal aufgefallen. Also ja, hätten wir das Geheimnis auch gelüftet. Ob ich mal doppelt so viel bekomme. Ja, da gibt es eine Fähigkeit von Leia. Fertigkeit, ich muss mal angewöhnen, Fertigkeit zu sagen. Ich sage immer Fähigkeit. So, wir können mal einen Bereich weitergehen. Weil wir haben viel geschafft. Ich bin stolz auf mich. Oh. Was? Er ist voll kein auf und zugesprungen wie so ein Besoffener. Und zack. Hui, na? Weil habe ich wieder alle Angriffe wie im ersten Teil. Sehr schön. Sehr schön. Oh, die versucht zu stehlen. Sehr gut. Aber ich habe immer noch stehen unmöglich gesehen. Ich glaube, ich spinne. Ich weiß bis heute noch nicht, warum dieser Angriff manchmal ausgeführt wird und manchmal nicht. Ja, schon wieder. Und jetzt. Wenn er auch stärker ist oder so, ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Sehr schön. Und Feuerbogen. Was? Chromatis, any time now. Geht nicht. Wait, you can't transform? Lousy time to get stage fright. Hey, snap out of it. Ha! Was? This place is very sacred to us, you know. Outsiders aren't welcome. Wait! Was? That was the version of Mila from this dimension, right? Let's push on to Nia Kara. Yeah, okay. But we've got a problem! Isn't Luger our ticket home to the Prime Dimension? If he can't transform anymore, then we're stuck. Das auch noch. Scheiße. Immer einen Schritt voraus. Was? Ich hab den Controller aus Hand gelegt. Na warte. Ich könnte jetzt fragen, mich von hinten anzugreifen. Ich glaube, ich spinne. Ja, das war sehr gut. Mein Gott. Er hat keinen Bock mehr, sich umzudenken, kann das sein. Ich bekomme die ganze Zeit AZ plus 1, was zum Teufel? Ich habe irgendwie gemerkt, meine AZ-Anzeige sinkt gar nicht.
Was? Ja, ich hab auch seine Falke weggemacht. Idiot. Okay, sehr schön. Kombo-Stratege. Ja, ich habe bestimmt ein paar Kombos da angerichtet. Habe ich jetzt nicht gesehen. Oh. Ich habe nur irgendwie gesehen, meine AZ sind irgendwie so auf 9 und 8 die ganze Zeit rumbalanciert. Ich glaube, was hat denn. Sehr schön. Was ich noch mal gucken will. Verbinden auf verbinden. Okay, ich habe doch alle auf verbinden. Ich habe gedacht, irgendwie einer war jetzt nicht auf verbinden und deswegen waren wir jetzt nicht verbunden. Ja. Okay, ich möchte aber mindestens. Da müsste doch bestimmt irgendwo ein Speicher. Ja, da ist ein Speicherpunkt, okay. Sweet! Could I be in better shape? Ja. Die Antwort ist immer ja. Was denn gelernt? Stärke plus 2, ja. Ich meine, nein, geht nicht. Nee, das kann erstmal. Da ist jetzt noch nicht so wichtig. Sprung, erstmal Stärke und so. Erstmal die ganzen Sachen, die. Die Werte aufballern. Okay. Warte mal, das muss doch einfach gehen, ne? Gibt's doch nicht. Schau mal. Die Rüssen stehen immer noch unmöglich. Danke. Bubble Blast. Auch wie eine Mega-Man-Attacke irgendwie. So, eine schöne Bär ist aus. Sehr schön. So, komm. Schau was. Liegt am Boden. Nimm dir seine Beine. Oder seine Klauen. Alles klar. Langfinger, sehr schön. Geh weg. Zurück ja auch noch Kreis aus Reflex. Oh, da liegt eine Truhe. Ich möchte mindestens noch vor Niakera irgendwo rauskommen. Das wäre sehr schön. Da liegt auch was Schönes in den Bäumen. Geh weg. Hier war dieses Mottenviech. Da müssen wir übrigens auch noch kaputt hauen. Fällt mir gerade so ein. Gerade nicht. Ah. Ich meine doch, ich möchte das haben. Und das auch. Deine Fertigkeit erlernt. Sehr schön. Geschicklichkeit 2. Ja. Ja. Mysteriöse Flüssigkeit und da ist schon unser Sternchen. Seit wir müssen dahin. Ja. Irgendwas hat mir aber nicht gefallen an diesem Mila, die wir da gerade gesehen haben. Irgendwie war ihre Stimme laut und deutlich zu hören. Es war im ersten Teil nicht so, fand ich. Ich glaube, ich bin irgendwie der Einzige, den dazu ging. Selbst als ich privat irgendwie gespielt habe. Milas Stimme war die leiseste von allen. Die habe ich immer akustisch am wenigsten verstanden. Und ja. Ach, ich bin wieder hier. Und diesmal war es anders. Ich glaube, die Stimme war sogar anders. Mal gucken, was das so bedeutet. Boah, das war knapp. So. Ich weiß nicht, warum ich den ganzen kleinen Milliard auch noch einsammle, aber egal. Hey, her damit. Ich bin schon gleich wieder 25 Minuten. Sehr schön. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ja, ne, was überhaupt mit den Katzen? Ach ja, ist er gar nicht mehr hier, er hat Viech. Kann die trotzdem durchschicken, oder? Machen wir noch nix.
Okay, ich kann die trotzdem losschicken, warum auch nicht. Auch ohne ihre Kommandantin Rollo oder Kommandanten Rollo. Ist Rollo eigentlich ein Männchen oder ein Weibchen? Würde mich jetzt mal gerne interessieren. So, und ich möchte jetzt nicht unbedingt hier speichern, weil du ja direkt da stehst, aber muss ich wahrscheinlich. Du Bastard! Lass mich doch in Frieden und Ruhe hier speichern. Au, oh, da, da. Ein paar Kreisel leer eben gemacht. Werde siebener Burg. So, warte mal, wie habe ich das gemacht? Letztens? Immer von hinten angegriffen, ne? Weil ich mache das schade. Doch, das klappt immer noch. Autsch. Das sah voll schmerzhaft aussehen im Hintergrund von der Explosion. Sehr schön, jetzt immer noch drauf. Na komm schon. Na komm schon. Sehr schön. Einfach mal so 32 oder 33 Finger bekommen. Ich glaube, je mehr Kombos man macht, desto mehr Erfahrungspunkte bekommt man doch, glaube ich, am Ende. Aber weiß ich jetzt nicht. Oh, Objektdiebstahl. Power is strength. Wait, that's the same thing. Ja, ja, ist es. I'll keep getting better. Typo Bombardement. Das klingt sehr schmerzhaft. I approve of this. Aber ich würde sagen, wir betreten Nia Kera. Ist er jetzt direkt hier, ja? Nia Kera im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.